Und ja, und dann ist wirklich die Frage, ob man sich dabei gedacht hat, dass wirklich so eine Piratenfregatte, sage ich mal, abgestürzt ist. Und ja, hier verrottet. Beziehungsweise das Mutterschiff allgemein. Weil vielleicht war das, darauf kann man jetzt ja schließen, dass vielleicht das Mutterschiff schon irgendwie die Planung hatte in Metroid 1 beziehungsweise in der Metroid Vorgeschichte. Ich wüsste jetzt auch nicht, dass das Mutterschiff irgendwas im Metroid Manga zu tun hat. Aber vielleicht auch bloß, weil ich. Also natürlich hat es was damit zu tun, so ein bisschen, aber nicht, dass es eigentlich auf Zebes abstürzt. Aber wie gesagt, ich habe den. Nee, ich habe es eigentlich nicht gesagt, aber ich habe den Manga auch schon wieder eine Weile nicht gelesen. Und wenn ich sage eine Weile, dann ist meistens eine Weile, weil. Ja, mein Zeitgefühl ist manchmal ein bisschen arg am Arsch, würde ich behaupten. Wenn es dann halt solche Momente gibt, wo ich sage, ja gut, okay, das ist ja gar nicht so lange her. Das ist schon ein halbes Jahr her. Oh, schon? Also da kommt es mir manchmal nicht so lang vor, aber naja, die Tage und Wochen und Monate vergehen halt auch schnell manchmal. Das kennt wahrscheinlich jeder nur zu gut. So. Hinter gab es aber nichts. Aber wo war das denn? Ach, das war. Ja, klar, natürlich. Gut. Ich weiß wieder Bescheid. Hoffe ich zumindest. So, jetzt können wir die Viecher nochmal töten, weil die Türen bleiben aktiv, wenn wir einmal durchgegangen sind, aber nur die eine ja jetzt. Was doof ist. Und ich hasse die Viecher. Die hüpfen jetzt zwar nicht so arg, aber die fliegen denn dafür umso mehr. Und dadurch, dass wir jetzt noch nicht, ich sag mal, den nächsten Beam haben, der natürlich auch ein bisschen unseren Angriff verstärkt, sind wir hier so ein bisschen, habe ich ja schon gesagt, unterrüstet. Falls man das so nennen sollte. Wenn nicht, dann habe ich gerade ein neues Wort erfunden. So, du kleine Kugel noch weg. Ja, und das sieht halt alles wirklich auch so ein bisschen aus. Also, ich muss wirklich sagen, es würde mich nicht überraschen, sage ich mal, wenn das eine Piratenfregatte gewesen wäre. Aber die Frage wäre natürlich dann auch, wieso die Piraten nur nicht versucht haben, die irgendwie zu bergen, weil es waren jetzt keine Piraten an sich, sondern bloß ein paar Geister am Anfang und. Aber vielleicht haben die Geister es ja auch draus gehalten. Na, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Wie gesagt, falls da irgendjemand besser informiert ist, dann gerne raus mit der Info. Ups, wir nehmen hier unsere nächste Mitfahrgelegenheit. Denn hier kommen wir zu einem kleinen Missile-Container, den man auch gern und schnell mal vergessen könnte. Wir aber nicht. Oder ich aber nicht. So, hier unten war auch noch einer, der zeigt uns. War da noch was in der Wand oder war das? Oh, das ist jetzt fragwürdig, aber ich glaube, hier war nichts mehr. Das war der da unten. Bei dem wir jetzt ein bisschen. Ne, da war ein Supermissile, genau. Ich hab's gesagt, bevor die Bombe explodiert ist. So, hier machen wir gleich mal eine Powerbombe. Die Geräusche haben sich gerade so ein bisschen überschnitten, was sich ein bisschen seltsam angehört hat. Aber wir wollen jetzt auf keinen Fall darunter, weil sonst ist schon unser ganzer Plan eigentlich hinüber. Weil unser alternativer Weg ist schon noch nicht, oh Gott, noch nicht ganz fertig. Es fehlt immer noch das Grande Finale, das wir aber gleich erst im Empfang nehmen. Und zwar natürlich das verfrühte Item, sage ich mal. Was jetzt, wie gesagt, auch überhaupt keine Zeit gekostet hat. Ah. Also ich glaube, die 3 Stunden kann ich mir jetzt schenken. Das wird wahrscheinlich nichts mehr. Aber 5 Stunden versuche ich definitiv. Also unter 5 Stunden natürlich. So, du kleines hässliches Vieh. Das glaube ich auch nur einmal vorkommt, also diese Farbvariation, die wir jetzt auch nicht töten können, weil wir es nicht töten können. Und jetzt kommt noch mal dieses eine besondere Ding und wir kommen auch nicht mehr raus. Das heißt, wer hier keine genug Energie hat und versucht den Weg zu gehen, der ist am Arsch.
So, und einfach hier durchrennen. Wie gesagt, man muss ein bisschen Energie lassen, aber man schafft es auch so. Und wir sehen, dass die Chozu-Statue nichts für uns in der Hand hält. Und dann natürlich dreist, wie wir sind, legen wir uns einfach selber rein. Wir sind unsere eigene Belohnung. Und das gefällt der Chozu-Statue ganz toll, dass wir so toll über uns denken. Und deswegen nimmt sie uns mit auf eine kleine Fahrt. Eine kleine, gut, ich dachte schon. Ah, den Mund ganz fusselig geredet gerade. Ziemlich widerliches Gefühl irgendwie. Ich glaube, das war jetzt. Ah. Na, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe schon länger gequatscht. Egal. Vielleicht ist auch gerade nur meine Stimme nicht ganz auf, ja, auf der Höhe. Keine Ahnung. Die Chuchu-Statue hat uns zumindest einen Geheimgang gezeigt oder uns zum Geheimgang geführt. Hier unten ein Stockwerk tiefer und da bekommen wir unsere kleine Belohnung. Für diesen ganzen umständlichen Weg und zwar den Gravity Suit. Der es uns ermöglicht, besser durch Wasser zu gehen. Was irgendwie ein bisschen ironisch ist oder ein bisschen eine Ironie in sich hat, dass wir den Weg durchs Wasser wählen, bevor wir dann den Gravity Suit bekommen, wodurch wir besser durch Wasser können. Aber naja. Wie gesagt, ich wollte den Weg zeigen, weil ich ihn aus meiner Jugend kenne und da auch immer sehr gefürchtet habe, weil, ja, weil es halt der einfachste Weg ist, sag ich mal. Und vor allem, wenn man halt diesen Trick mit dem nach oben schießen nicht kennt, dann kann das schon mal ziemlich nervig werden, das Meridia-Zeug. Aber es hat jetzt besser geklappt, als ich gedacht hätte. Und damit holen wir uns ein Missile Pack. Oh mein Gott. Irgendwas ist gerade. Naja. So, wir sehen da hinten schon Speed Booster. Und das heißt, wir brauchen hier genügend Anlauffläche. Und deswegen machen wir einfach mal die Statue kaputt. Ich meine, es ist ja nur eine ausgestorbene Rasse, die auch noch gleichzeitig irgendwie so ein bisschen unsere Eltern repräsentieren. Aber naja, zerstören wir einfach ihr Andenken. Wir sind ja Andenken genug. Und hoch mit dir. Denn hier unten haben wir gleich nochmal ein Item, das sich hinter dieser Kugel befindet oder in dieser Kugel. Und es ist nochmal ein Reservetank. Man hätte sich jetzt natürlich Besseres erhoffen können, aber ich würde sagen, ein Reservetank ist ein Reservetank und kann uns das Leben retten. Ich meine, hätte uns jetzt Phantun viel mehr Schaden gemacht, dann ja, dann wäre das vielleicht schon wichtig gewesen. War hier irgendwas? Nö. War hier irgendwas? Ich weiß es gar nicht. Ich hoffe mal nicht. Na, das können solche Sachen sein, die ich vielleicht doch gar nicht weiß. Ich weiß nicht, ob ich das Spiel schon mit jemals. Hoppla, ob ich das Spiel jemals schon 100% durchgespielt habe. Und von dem her, ja, wie gesagt, kann es natürlich da Sachen geben, die ich jetzt nicht weiß. Aber die werden wir dann herausfinden. So, und raus mit dir. Und damit wäre eigentlich das React-Chip abgeschlossen. Und wie gesagt, das ist halt so dieser kleine Hintereingang von zum Wreckchip. Kann man natürlich auch mit dem Item machen, das wir jetzt weggelassen haben. Wäre auch sinnvoller gewesen, weil dann hätten wir uns gleich nochmal ein Item holen können. Jetzt müssen wir halt irgendwann, wenn wir in Meridia sind. Ach, das geht eigentlich recht gut. Das kann man auch noch später holen. Ist ein Energietank sogar. Was jetzt ja ein bisschen weniger toll ist. Aber man wird es verkraften, denke ich. Hoffe ich. Sollte man. Ich meine, ja, ein Energietank. Das. So, wir können hier jetzt auch ganz schnell hoch. Es gibt auch nochmal einen kleinen Witz
lustigen Trick, den könnte ich, falls ich dabei nicht verrecke, auch nochmal kurz zeigen, falls ich ihn hinbekomme, weil ich habe ihn noch nie probiert. Und dafür öffnen wir erstmal hier die Tür. Wie funktioniert denn der allgemein? Sieht mir jetzt eine Karte ganz so aus. Ach doch, reicht es? Ach, da geht es sogar noch weiter, sehr schön. Ich denke immer, da wäre so ein Hubbel, der... Ja, das reicht locker. Ach, jetzt gehst du nach rüben. Jetzt... Na, danke. Das... Na. Können wir uns einfach drauf... Muss ich B gedrückt halten? Beim seitlichen? Hm. Interessante... Aha. Sind... Wow, ich war viel zu langsam. Also nochmal. Wie ich immer anhalten will davor, das ist... Okay, vielleicht muss ich B gedrückt... Nee, es ging auch ohne B. Aber schräg nach oben komme ich jetzt, glaube ich, immer noch nicht. Hm. Ich will es ausprobieren. Kann ich mich jetzt schräg nach oben? Da hätte ich es mir, glaube ich, gerade aussuchen können. Obwohl, ich weiß es nicht. Nein, das war wieder geradeaus. Ich verballe hier auch langsam, aber sicher meine ganze Energie. Ups, ups, ups. Und drücken. Da kriege ich es hin und dann... Danke, das wollte ich auch. Komm, ich will das jetzt nur einmal zeigen. So einmal diese Profi-Tricks. Obwohl ich sie eigentlich gar nicht leiden kann.